Hi, Oliver Schirmer hier. Heute will ich dir einen kleinen Tipp zeigen, wie du deine negativen Gedanken loswerden kannst, deine negativen Gedanken in positive verwandelst. Ein altes chinesisches Sprichwort, man ist sich da nicht so einig. Die einen sagen, es wäre aus dem jüdischen Talmud, die anderen sagen, es ist ein chinesisches Sprichwort, spielt aber auch jetzt für dieses Video gar nicht die Rolle. Das geht wie folgt: Achte auf deine Gedanken, denn deine Gedanken werden zu Worte. Achte auf deine Worte, denn deine Worte werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, ja, denn sie werden zu Gewohnheiten. Und achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden schließlich dein Charakter und dein Charakter wird zum Schicksal deines Lebens. Ja, so heißt es in diesem Sprichwort und da ist was Wahres dran, ja, weil unsere Gedanken, der innere Dialog, den wir ja stetig mit uns haben, der beeinflusst ja massiv die Qualität unseres Lebens, der beeinflusst massiv, ja, den Energielevel, den wir haben, der beeinflusst massiv dadurch eben den Erfolg, den wir im Geschäft haben, den wir im Privatleben haben, ganz egal in welchen Bereichen du unterwegs bist. Und wie gesagt, heute geht es um einen ganz kleinen Trick, mit dem du diese negativen Gedanken loswerden kannst, weil, wie gesagt, der innere Dialog ein ganz, ganz entscheidender Faktor für dein Leben ist. Zunächst mal ist es so, das Unterbewusstsein möchte ja, dass wir Schmerz vermeiden, Freude erleben. Und wenn wir jetzt wieder so diesen inneren, wenn so dieser innere Dialog hochkommt, ja, so wie du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu faul, du bist nicht gut genug, du hast Geld nicht verdient oder was auch immer da so in uns hochkommt. Und wenn du spürst, dass da so eine negative Klamotte kommt, dann habe ich hier zum Beispiel immer so ein Gummiband bei mir. Und ja, dann kannst du einfach hier an diesem Gummiband dran ziehen, ja, und dann kriegst du natürlich hier einen Schmerz, ja. Dein Unterbewusstsein merkt, oh, Schmerz, oh, diesen Gedanken am besten nicht mehr denken, weil Schmerz vermeiden. So, und als ich begonnen habe, hatte ich drei solche Gummibänder und diese drei Gummibänder, die waren sehr, sehr schnell, waren die ja kaputt. Die sind irgendwann gerissen aufgrund des starken Ziehens. Aber du merkst erstmal, wenn du dieses Werkzeug einsetzt, wie oft du im inneren Dialog schlecht über dich redest, ja, oder dann auch dementsprechend manchmal vielleicht schlecht über andere denkst. Und dann zieh einfach dieses Gummiband, egal wo du bist. Und du kannst dann diesen negativen Gedanken, dein Unterbewusstsein merkt ja, oh, Schmerz, negativer Gedanke, lassen wir mal weg in Zukunft, kannst du dann zum Beispiel durch einen neuen ersetzen, ja, und diesen neuen Gedanken dann, du kannst es streicheln, du kannst es hier küssen, ja, einfach ein bisschen liebkosen, das Ganze, damit dein Unterbewusstsein merkt, oh, der neue Gedanke, viel besser. Also, so wirst du schlechte Gedanken los, bekommst neue Gedanken und mach das einfach mal für dich. Ja, die nächsten 30, 60, 90 Tage oder am besten ja für immer. Und du wirst selbst merken, wie sich ja die Qualität in deinem Leben ja verbessert. Okay, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ja maximalen Erfolg. Alles, alles Gute weiterhin. Und vielleicht hast du auch den einen oder anderen Trick und Tipp, wie du ja mit deinem inneren Kritiker umgehst. Dann würde ich mich freuen, wenn du ja mir unterhalb des Videos einen Kommentar hinterlässt, dass wir da in den Austausch gehen können. Ja, ich freue mich von euch zu hören. Alles Gute, ja, maximalen Erfolg. Euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.